Bei der Darmspiegelung bedarf es einer gewissen Vorbereitung am Anfang. Man sollte einige Tage bis eine Woche vorher nichts Körniges essen, wenig Ballaststoffe, ausreichend trinken und einen Tag vor der Darmspiegelung eine bestimmte Lösung trinken. Am Tag der Untersuchung auch. Da gibt es spezielle Aufklärungsschreiben für. Und dann würden Sie am Tag der Untersuchung in die Endoskopie kommen, würden was zum Schlafen bekommen, wenn Sie möchten, oder die ganze Untersuchung wach machen, würden sich auf der linken Seite liegend wiederfinden. Und mit dem Endoskop könnte man sich den ganzen Dickdarm angucken und einen kleinen Teil des Dünndarms, auffällige Strukturen erkennen. Wenn zum Beispiel Polypen da wären, so Schleimhautwucherungen, könnte man die direkt abtragen oder Proben entnehmen. Das Ganze dauert so eine Viertel bis halbe Stunde, je nachdem, was man findet. Und danach würden Sie in den Aufwachraum kommen, würden sich erholen und 12 Stunden nicht am Verkehr teilnehmen und ansonsten alles so machen wie zuvor.